So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Bevor wir jetzt in das tolle Eisenschloss zurückkehren, was ich euch am Ende der letzten Aufnahmesession nochmal kurz gezeigt habe, will ich schnell ein paar Sachen machen. Erst einmal ist da hinten ja Leiter Schmied Gilligan, mit dem wir jetzt reden können. Der hat sich nämlich auch hierher verkrümelt. Und er ist übrigens auch der letzte Char, den wir nach Majula holen konnten. Jedenfalls, was meine Erinnerungen jetzt gerade so angeht, außer ich habe vielleicht irgendeinen Char übersehen. Vorher gucken wir aber mal kurz an ihm vorbei, runter zur Karte. Da müsste sich eigentlich nichts getan haben. Nein, es brennen immer noch nur zwei Lichter. Und ja, das habe ich mal erwähnt in einer der letzten Aufnahmesessions, das meinte ich ja. Einer der Hauptunterschiede zwischen Dark Souls 1 und 2 ist halt, Dark Souls 2 spielt in einem ganzen Land. Das sieht man hier auch. Deswegen ist alles viel weitläufiger und nicht so verwinkelt wie in Dark Souls 1, wo man teilweise zig Wege ins selbe Gebiet finden kann. Ja. Gut, es geht jetzt zurück. Jetzt reden wir mit dem Leiterschmied. Mit Gilligan. Oh, hallo. Ich will mit dir reden. Wait. You found your way out too. The name's Gilligan. Don't make me say it twice. All right. What do you want? I have everything you need. Bezweifle ich, aber er hat auf jeden Fall etwas, was wir brauchen, nämlich er kann Leitern aufstellen. Und jetzt kann ich mal kurz nicht zeigen, dass er keine Leiterminiatur mehr im Angebot hat. Komisch. Wahrscheinlich ist sie einfach jetzt rausgeflogen, weil wir sie schon gekauft haben. Auf jeden Fall ist sie normalerweise sehr viel teurer, wenn wir sie hier kaufen würden. Deswegen habe ich sie unbedingt noch in Erdon Peak kaufen wollen. Also reden wir mal mit ihm. Oh, I should have listened to the warnings. This place is flipping mental. Huh? No, I wasn't born here. I'm from a wee bit. I'm from a wee bit out west. That's all. I've seen some rough times. I think I'll settle down for a while. Ja, wie so viele wird er sich hier eine Weile niederlassen. You wouldn't believe the shenanigans that happen in my business. I thought at least here in the middle of nowhere, I could stay clear of, you know, my old pals. Oh, don't ask me what happened. Have you no discretion, my old chum? Also er wird verfolgt, deswegen ist er hierher geflüchtet, denkt er jedenfalls. That gaping hole. Hell, search me. It's where the people around here toss all their rubbish. Corpses, or you know what. Or whatever they'd rather be rid of. Oh, and those human statues. Who are they supposed to be? Anybody, I suppose. Probably just some old pagan costume. What's it like at the bottom of the hole? I mean, why in the hell would I know? Ja, das Loch neben ihm scheint ihm nervös zu machen. Oh yeah, somebody told me that the grave of a saint lies below here. Not built by the king, no, no. It did back to that time long before him. The tomb connects to that hole. And there's something about some rat king down there. Hell, if the old rat is as rich as they say, maybe I should go and pay him a visit. Ja, redet viel. Oh, I should have listened to the war. Huh? I've seen some. What? Don't. Also, ja. Er hat uns ein paar Sachen über das Loch erzählt. Erstens, dass Leute hier ihren Müll reinwerfen. Man sieht, da unten liegen auch Leichen, von denen er erzählt hat, die da runtergeworfen wurden. Und dass es dort unten ein heiliges Grab gibt, ein uraltes, was noch älter ist als das Königreich selber. Und von einem Rattenkönig hat er uns erzählt.
Das sind Sachen, die werden wir aber erst später sehen, wenn wir das im Eisenschloss weitergemacht haben. Oder in der Richtung halt zum Ende gekommen sind, größtenteils. Aber wir können mal eine Leiter aufstellen, dass ihr seht, wie das hier aussieht. Back already? Ja, ich möchte gerne eine Leiter you aufstellen. You must have lost your marbles. Fine, fine. I'm happy to be of service. You need a ladder then, sure enough. But you'll have to show some generosity. Jo. Wir können ihm jetzt Seelen bezahlen. Nämlich 500, 3500 und 12.000. Da ich mir nur die 500er leisten kann, lasse ich einfach mal die aufstellen. Ja. You just don't get it, do you? Fine then. Now it's my turn. Yeah. Hey, this ladder's not for sale. The only things I sell are miniatures. I mean, if that tickles your fancy, you can buy as many as you like. Nö. Cheers for that. Also ja, er war nicht sonderlich zufrieden damit, dass wir ihm nur 500 Seelen gegeben haben. Deswegen hat er uns nur diese Leiter hier aufgestellt. Au. Ja, gut. Einmal zurück, bitte. Also, wir konnten nur einmal runterdrücken und sind schon in den Tod gefallen. Schön, oder? Ja, gut. Das war Gilligan, jedenfalls fürs Erste. Nachher kaufe ich mir noch seine anderen beiden Leitern. Und ja, er hat noch diese Steinfiguren hier erwähnt, die wir so zerstören können. Und meinte, das wäre irgendein heidnischer Brauch. Gut, erstmal Schalquat zurück. Oh. Die da so rumhängt, weil ich will mal kurz meinen Eid widerrufen. Jo. Und will für das Eisenschloss im blauen Pfad bleiben. Damit wir den mal abschließen können. So, dazu geht's wieder hier hoch zu meinem guten Freund. Solden. Jo. I will always be. Eid sprechen, ja. May you find. Mehr hat uns nichts zu sagen. Also ja, Sorden behauptet, er wird immer über uns wachen, aber viel macht Sorden nicht, außer da rumzusitzen und deprimiert zu sein. So, auf geht's ins Eisenschloss. Der seltsamste Ort in Dark Souls 2. Wie ich ja bereits gesagt habe, mit dieser komischen Dimensionsreise nenne ich es mal. Und hier sind erstmal brennende Steinplatten. Mehr habe ich zu denen nicht zu sagen, außer dass man viel Schaden nimmt, wenn man drauf tritt. Auch wenn da jetzt Loot drauf liegt, den müssen wir leider erstmal ignorieren. Auch den Loot da hinten, zu dem kommen wir einfach noch nicht. Oh, hi. Und hier gibt's neue Gegner. Typen. Nämlich die Alone-Ritter. So, das war einer von ihnen. Ja, und wir werden invasiert an dieser Stelle. Ja.
Ein alter Bekannter sogar. Der Waffenschmied Dennis. Wow. Ein NPC, den wir bereits aus dem Wald der gefallenen Riesen kannten. Oh. Der aber hier diesmal viel leichter ist. Auch wenn wir keine Unterstützung haben. Weil wir einmal eine bessere Rüstung haben und ein besseres Schild und sowieso besser auf ihn vorbereitet sind. So. Er ist weg. Dann geht es erstmal kurz zum Leuchtfeuer zurück. Um kurz zu rasten. Denn an dieser Stelle kann man zweimal invasiert werden. Also von zwei verschiedenen Finstergeistern. Und den zweiten Finstergeist würde ich auch gerne rufen. Erstmal diesen Alone-Ritter wieder wegmachen. So. Jetzt nochmal hier ein bisschen rumlaufen und warten. Genau. Da kommt Fechterin Sharon. Die ist, glaube ich, etwas übler als unser Waffenschmied Dennis gerade eben. Weil sie halt viel flinker ist als er. Auch wenn sie nicht so viel zaubern tut wie er. Deswegen versuche ich es mal zweihändig. Weil sie zu blocken bringt, glaube ich, nichts. Wow. Und ich sollte nicht versuchen, so viel zu pieksen. Genau, sie hat nämlich dieses Schwert, dieses Peitschenschwert. Und jetzt hat sie uns mit irgendeiner Sapsche beworfen, die uns verlangsamt. Wow. Dahin rollen war nicht so gut. Aber wir sind heil rausgekommen. Und haben auch sie verbannt. So, zwei Finstergeister weniger auf dieser Welt. Das würde fast sogar, glaube ich, schon reichen, um den Eid zu erfüllen. Aber das sehen wir dann am Ende, wenn ich vor dem nächsten Boss stehe. Oh! Ja, stimmt. Du kommst hier mir erst einmal entgegen. Au, und tust mir weh. Ah! Da habe ich zum Glück den Zauber abbrechen können. So. Ein Schwarzstahl-Katana. So, am besten zweimal heilen. Wir können da lang gehen oder da lang. Ich gehe erstmal hier lang. Von hier oben kommt normalerweise einer, aber der hatte wohl keinen Bock. Hier ist ein NPC, aber bevor ich mit dem rede, will ich erstmal die Gegend clearen. Genau diesen Gegner meinte ich. So. Der bewacht einen neuen Wahrheitsverkünder. Übrigens, falls ich es noch nicht erwähnt habe, in Irvan Peak gab es ja noch Wahrheitswerk, wo ich gesagt habe, da kommt giftige Sapsche bei raus, wenn man das benutzt. Nachdem wir die Mühle abgefackelt haben, kommt da jetzt Heilwasser raus, was es allerdings hier nicht viel bringt, weil es viel zu weit weg ist. Da hinten sieht man übrigens wieder eine Nebelwand.
Vision von Pferd. Ja, hier ist ein riesengroßer Bulle. Also man kann sich schon mal denken, dass wir dort hinten irgendwann hinkommen.